Moin Moin Xylophon-Gang, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Tag. Heute mal wieder ein Video. Kam schon lange kein Video mehr raus. Ich habe zurzeit viele Livestreams produziert. Die haben mir ehrlich gesagt viel mehr Spaß gemacht, anstatt das Videoformat. Das liegt in erster Linie an euch, da ihr mit mir quasi zusammen spielen könnt. Wir kommunizieren dadurch und fand ich viel entspannter, wenn ich ehrlich bin. Heute aber leider kein Livestream am Freitag. Da mein PC abgeschmiert ist. Ich hoffe, ich habe soweit wieder alles richtig eingestellt. Ich werde jetzt ja, 3-4 Spieler aufnehmen, würde ich schon sagen, in der Weekend League mit unserem Community-Team. Wenn ihr dabei sein möchtet, gerne ein Abo dalassen, gerne ein Like dalassen. Kommt mit in die Xylophon-Gang rein. Und ja, das ist jetzt unser Team, was wir, sage ich mal, gemeinsam ja, gebaut haben. Viele haben sich Muriel gewünscht. Ich hatte Gomez aus der Wundertüte. Dann Dembélé und Mondi links außen. Walker haben wir gezogen im Livestream. Dann die Endverteidigung Fofana erspielt. Joe Gomez sollte eine stabile Waffe sein. Und Joe Hart haben wir als SBC-Spieler abgeschlossen. Da bin ich ja mal gespannt. Dann habe ich Fabian selbst, glaube ich, mit reingebracht. Genauso wie mit Adama. Und als Link war dann halt noch Thiago da. 3 Subspieler, Aiden McGeady. Wer kennt die nicht? Die alte FIFA-Legende. Dann haben wir noch Allen, der für Fabian ab der 60. Minute reinkommt und wenn es vorne gar nicht mehr läuft, kommt Bakambu und er guckt auch schon, wann er seinen nächsten Einsatz bekommt und ich würde sagen, wir gehen ins erste Spiel, let's go. Und hier ist auch unser erster Gegner, Not Me, starkes Team, Sami Khedira ein bisschen schwach, glaube ich, Joshua Kimmich, Dybala, Ronaldo vorne, hinten Puyol abgeschlossen und noch eine Icon, ich glaube Hiro war das. Wir gehen einfach mal rein und gucken, was so geht. Ganz außen ist Dembélé. Starker Ball. Mach ihn bitte. Let's go. 1-0 für die Xylophon-Gang. Sehr stark gespielt, Jungs. Und wieder Muriel schicken. Adama. Jetzt mit Gomez. Abschluss. Let's go. 2-1. 2-0 natürlich. Alejandro Gomez. Das macht er sehr stark gegen Ferdinand und Puyol. Ja, gibt's doch nicht. Schade. Da haben wir den Ball auch schon wieder. Und Muriel geht ab. Nein, schade. Komm schon, Muriel. Zieh nochmal nach. Ärgerlich. Ja, das hat er stark gemacht. Mann, ey, so unnötig. Und hier sehen wir nochmal die Statistik. 2-1 für die Xylophon-Gang. Wir sind ein bisschen besser, würde ich mal schätzen. Ja, hier, guck mal, er macht einfach gar nichts. Und dann geht er nach vorne und genau in diesem Moment spielt es sogar richtig ab. Perfekt. Oh, stark gespielt. Jetzt aber mal Muriel mit dem 3-1. Einfach geduldig spielen, Jungs. Nicht zu überhastet. Starker Ball von Thiago. 3-1. Come on, man. So, und wir werden jetzt auch wechseln. Und zwar kommt Fabian raus. Der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Aiden McGeady kommt natürlich rein für Traoré. Und die letzte Option lassen wir uns noch offen. Und hier ist das erste Mal Aiden McGeady am Ball. Let's go. Oh, schade. Stabile Karte auf jeden Fall. Ich glaube, der hat sogar mehr Ingame-Werte als Neymar. Ja, Jungs, let's go. Das erste Spiel gewinnen wir. Muriel mit einer 9,5. Stabil auf jeden Fall. Ein Tor und eine Vorlage. Und hier kommt auch schon unser zweiter Gegner. Und der hat eine heftige Mannschaft. Okay, Ronaldo hat der, Drogba. Kanté, Manuel Neuer, Team of the Year im Tor, den ich ja auch im Main-Team habe. Das wird jetzt meine Hausnummer. Let's go, die Bergamo Stars im Zusammenspiel. 1-0 durch Gomez. Aber geiler Doppelpass.
Komm schon, Adama. 2:0, let's go. Was ist da denn los? Wieder Gomez. Diesmal auch ein starker Ball von Adama Traoré. Na, komm schon, Jungs. Das ist nicht gut gespielt. Drogba ist jetzt natürlich durch. Und den haut er nicht rein. Erste Chance für den Gegner. Jetzt aber Muriel, let's go, 3:0. Das müsste es doch gewesen sein. Stark gespielt über Dembélé und Muriel. Also das Team macht richtig viel Spaß. Und ich glaube, das hat 75.000 gekostet. Ja, kostet ein bisschen mehr, stimmt. Wir haben Walker haben wir ja gezogen. Allein der kostet ja schon 30.000. Ab der 60. Jetzt kommt Aiden McGeady. Ja, dann mal mit der letzten Situation an. Der macht sogar noch das Tor. Vielleicht gibt er auch auf. Aiden McGeady, let's go. Und Allen wieder für Fabian. Yes, 4:0. Gegner war dann doch nicht so stark. Hat aber ein heftiges Team. Ja, der Gegner, der hat aufgegeben. Der macht jetzt gar nichts mehr. Ist auch vollkommen okay. 4:0. Ich bin zufrieden. Jetzt können wir hier ein bisschen Werbung machen. Wenn euch dieses Format gefällt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Gerne ein Like da lassen. Und natürlich ein kostenloses Abo. Das würde mich super supporten und unterstützen. Und vielleicht könnt ihr ja noch euren Freunden meinen Kanal empfehlen. Ja, die letzten 4 Minuten hat jetzt Aiden McGeady nochmal die Ehre, den Ball durch die Gegend zu tragen. Vielleicht können wir nochmal hier ein paar Skills zeigen oder testen. Ich weiß gar nicht. Ich bin so ein schlechter Skiller, bin ich ehrlich. Ich will diesen... Ja, Ravona ist das ja nicht. Oh, Aiden McGeady. Und er holt nochmal den Elfmeter raus. Aiden McGeady holt nochmal den Elfmeter raus. Hier sehen wir es nochmal schön. Let's go, Abfahrt. Den darf dann natürlich auch Aiden McGeady schießen. Let's go, Aiden McGeady. Komm zur Kamera, mein Freund. Na, ja, perfekt. Hier sehen wir es nochmal. Oder auch nicht. Aber er mit seinem ersten Weekend League-Treffer stark gemacht. Und das Spiel gewinnen wir. Verdient 5:0. Der Gegner hat ab der 60. Minute, glaube ich, gar nichts mehr gemacht. Einfach aufgegeben. Ist auch okay. Auf jeden Fall macht das Team Laune. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Spiel. Hier nochmal die Bewertung. Und hier ist jetzt der nächste Gegner. Okay, die haben fast alle CR7. Der hat auch Rabiot schon abgeschlossen. Starkes Team auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Ah, schade, ich dachte, er spielt. Oh, kein Abseits. Nein, das macht er stark. Da habe ich zu viel Zeit und zu viel Platz gelassen, den Gegner. Ärgerlich. Da muss ich rauf. Oder halt verkürzen, die Entfernung. Na, ah, Mist. Ja, Nedved ist durch. Das macht er richtig stark. Zweimal CR7. Mann, Mann, Mann. Also Gegner stark herausgespielt, die Tore. Ich komme einfach an seiner Abwehr nicht vorbei. Rabiot stark gemacht. Oh Mann, ey, Muriel macht den ersten rein. Lucky. Jetzt gehe ich aber mal kurz volle Offensive. Einmal komplett alles riskieren.
Ah, vielleicht kassieren wir jetzt auch noch. Nein! Oh, komm, ey. Unnötig. Ah, jetzt hat er mich. Ja, jetzt ist vorbei, Chat. Ja, vielleicht zu früh aufgemacht. Hätte ich warten müssen. Alter, Aiden McGee stark gemacht. Ey. Ja, ich spiele das auch nicht gut. Boah, und der spielt das richtig stark aus. Also Chancenverwertung bei denen auf jeden Fall 1 plus mit Sternchen. Und bei mir war das dieses Spiel nicht gut. Zu nervös. Ja, wir verlieren das Spiel leider 5 zu 1. Der Gegner hat das echt gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Chancen er hatte, aber ihr habt es ja gesehen, NetBet 3 von 3. Das ist natürlich anders krank. Auf jeden Fall gut gespielt. Ja, 6 Chancen hatte der, 6 Tore. Oder, ja, 6 Chancen, 5 Tore. Ich glaube, den einen hat Joe Hart gehalten, Abpraller hat er dann reingemacht. Ja, da müssen wir dran arbeiten. Und hier ist unser nächster Gegner. Okay, starkes Team. Mit Neymar, Pogba, okay. Ja, die Spiele müssen erstmal gespielt werden, Jungs. An sich aber stabil. Jetzt ein schöner Doppelpass. Ah, Muriel. Stabile Flanke. Oh, der muss aufs Tor. Gut gespielt über außen. Na, come on. Und Gomez, let's go. Der Typ ist eine Maschine. 1 zu 0. Natürlich durch einen Fehler vom Gegner. Müssen wir aber bestrafen. Na, wach bleiben. Joe Hart mit einer riesen Parade. Aber bitte im richtigen Moment, bitte. Nein, ich hab's befürchtet. Da ist alles auf. Mann, ey. Ein Doppelpass. Endlich, let's go. Sehr schön gespielt, kurz konzentriert gewesen. Und da macht auch Muriel endlich seinen Treffer. Ey, Schiri, Elfmeter. Oh, ganz wichtig. In der 45. Spielminute. Ganz, ganz, ganz wichtig. Nein, so schlecht gemacht. Oh mein Gott. Ja, vielleicht kriegen wir nochmal die Chance. Leider abseits. Oh Mann, ey. Ey, Schiri, pfeif ab. Nein, Mann, ey, was mache ich da? Ich dachte, ja, dieses Hin- und Her-Tippen hat mich nervös gemacht. Komm schon, Gomez. Let's go! Die beiden, das sind Granaten. Die verstehen sich blind. Yes, easy. Ich kann jetzt auch schon Aiden McGiddy reinbringen. Ja, der Gegner spielt das jetzt so ein bisschen wie ich im letzten Spiel. Ist natürlich auch dem Ergebnis geschuldet. Let's go, sogar noch getunnelt. Alter, stark. Und der Gegner gibt auf. Schade, ich wollte noch Aiden McGiddy spielen lassen. Und hier sind wir jetzt auch schon im 5. Weekend League Spiel. Unser Gegner. Okay. Stabil auf jeden Fall. Nein. Bitte nicht. Mann, ey. Macht er natürlich stark. Ein langer Ball. Oh, lucky. Let's go. Glücklich. Natürlich glücklich. Aber mitnehmen. Muriel wieder mit einem Treffer.
Boah, Adama ist ganz frei. Eigentlich zu spät gesehen, glaube ich. Muriel, hau dich da rein. Let's go, 2:1, ganz wichtig. Schöne Flanke von Adama. Kritisiere ich ja oft wegen seinem Passspiel. Jetzt kann es wieder schnell gehen. Nein, da wollte ich Adama spielen. Ey, Schiri. Oh, wie kann das kein Foul sein? Dadurch entsteht die ganze Kacke. Auch wenn ich den Ball natürlich dazwischen hatte. Let's go, man. So stark die beiden vorne. Ich denke, das erkennt man auch leicht. Junge, fühlt sich an wie Son Goku und Vegeta, die beiden. Jetzt aber, let's go, Muriel mit dem 4:2. Aber Dembele, ich glaube, den wechsle ich jetzt aus für Aiden McGiddy. Ich weiß nicht, der ist irgendwie abgetaucht in den... Oh, wechsel doch den Spieler. Der ist irgendwie abgetaucht. Vielleicht braucht er auch mal eine Pause. Aber geiler Ball. Geil gespielt. Richtig stark. Und vielleicht hört er jetzt auf zu spielen. Let's go, Freunde. Sehr nice. Und so sieht der nächste Gegner aus. Und Alter, was ist das denn? Ey, Joe Hart, der ist so schlecht. Ist natürlich auch mein Fehler. Ich darf mit Walker da nicht rausziehen, aber... Keine Ahnung, der hält keinen Schuss. Ich muss alles gefühlt selber bei ihm bewegen. Bitte kein Abseits. Let's go. 1:1. Stark gespielt. Und wieder der Gomez. Na, schade. Einfach mal so einen dummen Trick versuchen. Vielleicht klappt das ja. Oder lieber schön Fußball spielen. Let's go, Muriel. Mit dem vielleicht schönsten Tor in dieser Folge. Geil gemacht. Jetzt einfach wieder gut verteidigen, Jungs. Come on. Ah, komm. Oh, schade. Den muss ich gleich auswechseln. Fabian, da kommt Allen rein. Ah, komm, Mondi. Zieh an gegen Salah. Das gibt es nicht mit seinen schwachen Rechten, oder was? Mal, Gomez mit so einem Fehlpass. Darf nicht passieren. Wir müssen faulen. Aber wir faulen nicht. Wir kommen hier in den Zweikampf. Joe Hart hält den mal. Wo ist Aiden McGiddy? Keine Ahnung, aber wir schicken nochmal Muriel. Nein, was für ein Abschluss von mir. Ach du Scheiße. Zweimal Kreis aus Versehen gedrückt. Aha, Allen spielt nur Fehlpässe. Oh, stark gemacht. Ah, ich bin so schlecht, Mann. Der bewegt den Torwart. Mann, ey, der hat so viel Luck jetzt gehabt. Spiel ihn. Ah, er spielt ihn natürlich nicht. Nein. Oh, Glück gehabt. Aber auch da wieder Torwart bewegt. Junge, wer ist dann hinten? Ja, okay, letzte Minute. Letzte Minute läuft. Nochmal Ecke. Diesmal spiele ich das, glaube ich, kurz aus. Naja, rein da. Let's go! Let's go! Fofana, glaube ich. Ganz wichtig. Bakambu, Aiden McGiddy. Yes, jetzt sind wir durch. Let's go, man. Das muss es gewesen sein. Ja, natürlich spielen wir auch den kleinsten mit Aiden McGiddy. Ja, man, eine Minute noch. Na, schade. Nochmal schön jubeln.
Aber das Ding müssten wir jetzt gewinnen. Let's go, let's go. Was für ein Ende. Alter Falter. Geiles Game. Geiles Game. Ja gut, Freunde. Also das Team spielt sich echt krank. Das gefällt mir richtig gut. Ich kann da jetzt irgendwie nichts aussetzen. Natürlich Muriel einige Chancen liegen gelassen. Hat aber auch ganz oft den Pass zu Gomez gefunden. Hier könnt ihr es sehen. 26 Spiele gemacht. Natürlich Division Rivals Spiele kommen mit dazu. Weil wir uns ja für die Weekend League qualifizieren mussten. Aber guckt euch die Stats an. 36 Tore, 19 Torvorlagen. Das ist krank gut. Wirklich. Dann Gomez. Auch richtig stabil, der Typ. 25 Tore, 17 Vorlagen. Stabil, auf jeden Fall krank. Die Außen geht so weit, ist nicht ganz so gut, wie ich finde. Aber ich bin damit zufrieden. Ist jetzt keine Kritik oder sonstiges. Joe Hart, ja, für mich ein Eierkopf. Den finde ich nicht gut. Da musst du gefühlt alles selber machen. Also immer selber den Torwart bewegen, damit er überhaupt einen Ball hält. Aber okay, bleibt natürlich noch im Team. Abwehr ist an sich stabil. Kann ich jetzt nichts aussetzen. Mittelfeld, die beiden. Sechser und Achter. Gefallen mir auch richtig gut. Fabian unauffällig, aber muss er nicht schlecht sein. Der spielt seinen Part einfach runter. Macht er bis jetzt gut. Wird immer ausgewechselt für Allen, weil er halt kaum Ausdauer hat. Und sonst Aiden McGiddy. Ja, Highlight natürlich sein Elfmeter. Hat er stark rausgeholt gegen einen Gegner, der schon aufgegeben hat. Gefällt mir trotzdem ganz gut. Ist halt Einwechselspieler. Und Bakambu vorhin unseren Hintern gerettet. 29 Spiele gemacht, 29 Tore. Auch stabil auf jeden Fall. Und das ist das Team. Wenn euch das Format gefällt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich über ein Like freuen. Ich hoffe, dass wir die 10 Likes schaffen. Genauso wie halt bei meinen Streams. Das wäre Wahnsinn. Und ja, heute, wenn ich das hochlade, ich denke mal um 9, halb 10 werde ich das hochladen, kommt einmal ein Karriere-Livestream um 15:30 circa oder 15 Uhr. Danach eine kurze Pause, man kennt ihn. Und dann abends werden wir in die Weekend League starten, vielleicht mit meinem Main-Team, vielleicht werden wir das hier noch weiterspielen, je nachdem, worauf wir Lust haben. Und sonst gerne meinen Kanal euren Freunden empfehlen. Das würde mich super supporten. Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe in der Folge. Aber lass uns einfach gemeinsam größer werden. Das muss das Ziel sein, der Xylophone-Gang. Ist bis jetzt eine krasse Community. Sind echt geile Leute am Start. Und lass uns das jetzt einfach groß machen. Darüber würde ich mich freuen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Livestream. Bis dahin, haut rein und ciao.